Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, da werden wir mal hier die erste Ladung Gras einsammeln. Aber was ich mir auch noch so überlegt habe, wir haben ja unsere Sämaschine jetzt weggeschafft, die eine. Ja, mit der anderen Sämaschine könnten wir ja noch eine Mission machen. Es stand ja, glaube ich, noch zwei Missionen, Feld 8 und Feld 14. Die müssten ja eigentlich noch drin sein. Ob man da nebenbei so noch ein bisschen Geld verdienen. Meine Feld 14 ist doch, glaube ich, oben das Feld. Genau, das ist relativ rechteckig. Meine gut, Feld 8 ist nicht groß. Könnte man eigentlich mitnehmen. Aber eigentlich die spannendere Frage ist, wie viel Gras kommt hier zusammen? Weil ich hatte ja gestern schon über das Video drüber geschrieben, optisch sieht es gut aus. Ne? Also wenn ich hier gucke, das Stück, was wir gefahren sind, ist schon 6000, 7000, also da liegt auch ordentlich Gras da. Also würde ich auch meinen, wenn der Wetterbericht, was wir uns ja gestern noch angeguckt hatten, sagt, dass es relativ gut trocknet, sollte man eigentlich unsere Fläche auch nehmen. Weiß ich nicht, wir hatten, glaube ich, irgendwann mal geguckt, wie viel Gras noch im Silo drin ist. Das waren noch auch über 100.000. Gras braucht man ja eigentlich nur theoretisch als Futter beim Kühen braucht man Gras eventuell und beim Schafen. Wir müssen ja nicht Heu füttern. Also 100.000, also zwei Ladungen voll werden wir im Silo schaffen. Und dann müssen wir gucken, wie sich der Rest hier gestaltet. Sollen wir mal hier mit dem Messgerät gucken? Haben wir ebenfalls diese 67%. Also was ist jetzt die 100? Die gab es vorher nicht auf dem anderen Feld. Ach, 100% gedüngt. Oder? Weil wir das ja umgepflügt haben. Diese 58,4 erschließt sich mir immer noch nicht. Also so wie es aussieht, kommen wir hier nicht eine Runde rum. Es sieht gut aus mit dem Gras, würde ich meinen. So, 56.500 Hänger ist voll. Ist zwar nun schlecht, dass jetzt ausgerechnet unser Bunkersilo, das was leer ist, drüben am Hof ist. Aber wenn wir zwei Ladungen ins Hofsilo schaffen und vier Ladungen ins belasische Silo, also ins Fahrsilo schicken können, hätten wir 200.000. Das sieht doch ganz gut aus, möchte ich meinen.
Ja, mittlerweile haben wir 17 Grad Außentemperatur, aber immer noch 9 Grad Bodentemperatur. Also das macht mir schon ein bisschen Sorge. So, jetzt gucken wir hier nochmal, dass wir wenigstens hier noch was machen. Und zwar ist einmal Feld 8. Dort müssten wir Gerste ansehen und Feld 14. Achso, da brauchen wir die andere Sämaschine. Die zweite Frage, die sich mir noch stellt. Können wir die Düngerfunktion außer Kraft setzen? Ne, das können wir nicht, ne? Das ist natürlich schlecht, weil ich glaube, bei Missionen wird es reichen, wenn man es ohne Dünger ansieht. Aber deswegen eine Sämaschine kaufen, das glaube ich nun auch nicht. So, Feld 8 nehmen wir erstmal an. Mal gucken, wie er das hinkriegt. Er wird hinten nicht komplett fertig kriegen. Mal sehen, was er macht. Was? Ach, genau. Soja wollen wir ja nicht ansehen. Was will er haben? Es war Gerste, ne? Gerste, so. So, fahren wir nochmal schnell drüben drunter unter der Ausgabe. Ne, müsste ich ja eigentlich. Sehe ich es hier? Ne, ich sehe es hier nicht, weil hier Gras nicht. Doch, Gras ist hier dabei. Wir haben jetzt 191.000 hier drin, oder? Ist das richtig? Genau. Da würde ich meinen, da machen wir gleich aus dem Rest, was alles dort liegt, Grassilage. Fahren wir hier drüben hinten ins Bunkersilo rein. Dann müssen wir uns natürlich etwas dazu halten, dass wir unser Feld abkriegen, also gemäht kriegen. Und dass wir es einen Heuwender drüber schicken, so dass es morgen einen ganzen Tag trocknen kann. Aber wie gesagt, wenn es jetzt auch länger hell bleibt, könnten wir auch eine Stunde länger arbeiten. Müssen wir jetzt nicht zwingend 8 Uhr die Nacht überspringen.
So, den lassen wir erstmal hier unten stehen. Müssen wir erstmal weiter schwaden. Er zieht das mit rein, das macht er nicht. Das wird aber auch Häckselgut sein, ja. So, wo natürlich hier die Krater herkommen, das weiß ich auch nicht. Ja, 25%, das stimmt da aber nicht mehr. Wenn wir das Silo theoretisch öffnen. Ja klar. Sind ja 2,69 Millionen drin. Mal gucken, ob wir das jetzt hier ein bisschen vernünftig geschwadet kriegen. Also vernünftig in dem Sinne, dass wir noch nicht allzu viele Kurven reinfahren. Oder wie jetzt hier was noch liegen lassen, was noch schlechter ist. Doch nicht alles erwischt. Jetzt ziehen wir eben das Gas immer weiter nach hinten hier. Wir werden jetzt hier hochfahren einfach. Da ja, kriegt man nicht der ganze Breite, aber das war fast klar. Naja, müssen wir auch ziemlich weit rüberziehen. So, hier oben müssen mal eigentlich alles erwischen, so wie es aussieht. Sollte passen. Oder? Ne, nicht ganz, ne? Ah doch, er nimmt alles mit. Passt. Na, hier nimmt er natürlich nicht alles mit.
Lohndienstleistung auf Feld 8 ist abgeschlossen. Müssen wir da mal schleunigst hin. Ja, dann müssen wir auch nicht weiter ansehen. Boah, wenn wir jetzt mal gucken, wir haben ja das, was wir an Saatgut und Dünger verbraucht haben. Ups, 2683 haben wir bekommen. Weil hier wieder Abkürzung fahren, wir gehen zaun. Das interessiert mich jetzt, was wir für den Dünger und für das Saatgut bezahlen. Weil unsere Sämaschine war ja zu 100% voll. Deshalb werden wir es auch wieder zu 100% voll machen. ...665 war der Dünger. Ja gut, 1200 ungefähr. Haben wir 1400 verdient. Ja. Den lassen wir einfach erstmal, wenn dann hier stehen, wenn wir wirklich noch die auf der 14 machen wollen, die Mission. Dann muss die, brauchen wir ja die andere Sämaschine dazu. Aber bevor das soweit ist, werden wir wohl hier erstmal noch unser Heu weitermachen, Gras weitermachen. Aber das werden wir auch dann morgen weitermachen. Denn das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.